So, hallo alle zusammen. Heute gibt es mal wieder ein Lego Minecraft Review zu dem Set mit der Nummer 21118, die Mine. Das Set ist aus dem Jahr 2014. Die unverbindliche Preisempfehlung lag damals bei knapp 100 Euro und dafür bekommt man genau 922 Teile. Und darunter ist dann einmal die große Mine, die wir im Hintergrund schon sehen, mit dem Schienensystem und der Lore. Das Ganze schauen wir uns nachher dann mal ein bisschen genauer an. Aber als erstes werfen wir auch heute wieder einen kurzen Blick auf die Minifiguren. Und wir starten hier gleich mal mit dem Steve. Er ist einmal ausgerüstet mit einer Eisenrüstung, also einem Eisenhelm, dann noch so ein Brustpanzer und noch ein Eisenschwert. Das zeige ich euch mal kurz von allen Seiten. Dieser Panzer auf seinem Oberkörper, das ist halt so ein zusätzliches Teil, das einfach zwischen Kopf und Torso steckt. Und der Helm oben, der wurde halt ganz normal auf den Minifigurenkopf bzw. auf den Minecraft-Minifigurenkopf oben drauf gesteckt. Die Köpfe der Minecraft-Figuren unterscheiden sich ja schon von den normalen Lego-Mini-Figuren. Dieser hier ist halt viereckig, wie man es halt aus dem Spiel her kennt. Schön bedruckt auf jeden Fall. Ansonsten hat er noch einen blauen Oberkörper und eine lila Hose. Wenn wir uns das Ganze nochmal kurz von hinten anschauen, dann sieht das Ganze so aus. Hier sind jetzt keine Details mehr drauf gedruckt. Die zweite Minifigur in dem Set ist dann hier einmal der Zombie. Er hat zwei Brote in der Hand und ansonsten sieht er eigentlich fast so aus wie der Steve, nur dass er eben eine grüne Haut hat. Das sieht man eben oben am Kopf und hier auch bei dem Ausschnitt hier oben bei seinem Pulli. Und er hat zudem noch grüne Hände, ansonsten hat er ebenfalls die lila Hose und den blauen Torso. Als nächstes hätten wir hier dann noch ein Skelett. Das ist einmal ausgerüstet mit Pfeil und Bogen, ebenfalls in dieser Pixeloptik von Minecraft. Und das Skelett, das kennt man auch schon, das hat halt den normalen Skelettkörper und ebenfalls einen viereckigen Kopf mit dem aufgedruckten Gesicht. Diese Figur kann ich euch auch mal von allen Seiten zeigen, aber auch hier finden wir keine Bedruckungen hier auf dem Hinterkopf oder auf dem Körper. Und die vierte Minifigur in dem Set ist dann hier einmal der Creeper. Das ist auch eine coole Figur, die kennt man natürlich auch schon aus anderen Sets. Er hat ebenfalls eine tolle Gesichtsbedruckung bekommen. Ansonsten ist an der Figur aber nichts beweglich, also unten die Beine, die sind so angedeutet, dass er sich eben gerade bewegt, aber die kann man dann nicht selber noch verstellen oder bewegen. Das waren also mal die Minifiguren, aber wir haben noch eine weitere Figur in dem Set. Das ist einmal die große schwarze Spinne hier. Die ist eigentlich auch ganz schön gestaltet worden. Sie hat auch eine interessante Gesichtsbedruckung hier vorne mit den roten Augen und dem roten Mund. Und an den Seiten, da sieht man halt die 8 Beine, die man dann auch noch ein bisschen verstellen kann. Und hier hinten sieht man dann mal den großen Hinterleib der Spinne. Und die Beine an den Seiten, die kann man dann wie gesagt auch ein bisschen bewegen, also die kann man nach oben und unten bringen. Gut, das waren also mal die Figuren, die in dem Set mit dabei sind und jetzt schauen wir uns hier das Modell von der Mine auch mal ein bisschen genauer an. Die erste offizielle Lego Minecraft Welle kam ja 2014 raus und dieses Set war dann auch gleich das größte Set aus der Welle. Es hat eine Höhe von ungefähr 32 cm, dazu noch eine Breite von ungefähr 40 cm und nach hinten in die Tiefe, da geht es ungefähr 25 cm. Und das Modell, das schauen wir uns jetzt auch mal ein bisschen genauer an. Und wir starten gleich mal hier oben bei der Oberwelt. Hier hat man zwei verschieden gestaltete Bäume. Der rechte, der ist ein bisschen größer und ein bisschen detailreicher. Hier wurden zum Beispiel auch so grün transparente Steine verbaut. Der linke ist dafür ein bisschen kleiner und schlichter. Zudem sieht man hier oben eben ein bisschen Erde und das grüne Gras hier drüber. Und in der Mitte, da hat man dann einmal diese Brücke, die die beiden Teile dann miteinander verbindet. Dann gehen wir hier ein Stockwerk runter in den ersten Abschnitt der Mine und hier gibt es dann rechts auch eine Leiter, um dahin zu kommen. Also von der Oberwelt geht man einfach über diese Leiter runter in den ersten Raum der Mine und hier ist dann auch gleich eine Schatztruhe verbaut worden. Die sieht man mal von hier hinten ein bisschen genauer. Die können wir auch mal rausnehmen, die sieht dann so aus. Aber hier ist leider noch nichts drin, also wenn man die mal öffnet, die ist noch leer. Auf der anderen Seite sieht das Modell dann mal so aus. Hier hat man dann auch gleich die erste Funktion. Wir sehen hier nämlich drei TNT-Blöcke, also einen hier vorne und noch zwei da hinten. Die sieht man gerade noch nicht so gut, aber hier sind drei dann verbaut worden. Und hier rechts gibt es dann diesen Hebel, den drückt man einfach rechts
eben rein und dann kann man hier eine Explosion darstellen. Das zeige ich euch gleich natürlich nochmal. Hier sind dann auch verschiedene Blöcke, die dann abgebaut werden können mit Kohle und mit Redstone. Und die Funktion ist dann, wie gesagt, man drückt dieses Teil rein und dann kann man diese ganzen Blöcke raussprengen. Wie das Ganze funktioniert, kann ich euch auch mal kurz zeigen. Wenn man dieses Teil hier nach vorne drückt, dann geht das hier auch alles nach vorne. Und hier sind ja dann einmal die TNT-Blöcke, die stehen hier halt lose drin. Ich nehme halt hier ein zum Zeigen. Und hier vorne, da sind dann eben die abbaubaren Blöcke. Ich nehme mal diesen hier. Und wenn das hier dann eben nach vorne schiebt, drückt es den TNT-Block gegen den vorderen abbaubaren Block. Und dadurch werden die halt rausgebrochen. Die TNT-Blöcke sehen dann mal so aus. Das hier ist ein bedrucktes Teil, genauso wie das hier hinten. Und insgesamt gibt es 4 von diesen TNT-Blöcken in dem Set. Dann haben wir hier noch die abbaubaren Blöcke. Die kann man eben ganz leicht voneinander trennen. Die werden dann hier von diesen Studs gehalten. Und die Kohleblöcke, die sehen dann so aus, eben mit so schwarzen Steinen. Und auch die kann man halt ganz leicht voneinander abbauen. Gut, dann geht es jetzt einen Raum weiter runter. Hier haben wir rechts einmal einen Wasserfall, der geht dann auch komplett bis ganz unten. Zudem sieht man hier dann noch ein Spinnennetz und von hinten kann man dann, wenn man möchte, auch hier die Spinne dann reinsetzen. Der Raum sieht dann von hinten einmal so aus. Und hier ist dann zum Beispiel genug Platz für die Spinne. Ich habe die da mal reingesetzt, dann sieht das Ganze so aus. Neben dem Wasserfall gibt es dann eine weitere Brücke, die dann rüberführt auf die andere Seite. Hier sieht man zudem auch schon mal eine Fackel. Und auf der anderen Seite sieht das Modell dann mal so aus. Hier sieht man rechts eben nochmal die Leitern, die dann eben auch in dieses Stockwerk führen. Hier vorne sieht man dann auch schon mal die Lore, die auf dem Schienensystem steht. In der Lore ist jetzt gerade noch ein TNT-Block drin. Wie gesagt, von denen gibt es ja insgesamt 4 Stück in dem Set. Den können wir aber auch mal rausnehmen. Da ist dann auch genug Platz für den Steve dann in der Lore. Die sieht dann von innen mal so aus und von unten so. Hier sind so schwarze Teile verbaut worden, damit die Lore eben in dem Schienen oder in den Schienen drin hebt. Zudem sieht man hier hinten auch nochmal eine Fackel hier oben, eine hier unten und noch eine Spitzhacke. Ich habe den Steve jetzt auch schon mal hier in die Lore reingesetzt und er kann jetzt über diese Rampe nach unten in den unteren Teil der Mine fahren. Das funktioniert auch ganz gut. Das Ganze sieht dann mal so aus. Hier sind dann auch noch einige Fackeln an den Seiten angebracht worden. Und unten sieht man halt zum einen mal Lava und Wasser. Und der Wasserfall, wie gesagt, der geht ja auch einmal komplett nach unten. Hier unten gibt es jetzt eine T-Kreuzung. Da kann sich der Steve dann entscheiden, wo er hinfahren möchte. Entweder hier nach hinten in diesen Raum. Hier ist dann aber eigentlich nichts mehr drin. Das Ganze sieht dann von hinten mal so aus. Oder er entscheidet sich hier dann eben nach vorne zu fahren und hier dann weiter. Hier vorne gibt es dann auch noch einen abbaubaren Diamantblock und noch eine Fackel. Steve kann dann hier vorne einmal auf dem Schienensystem weiterfahren. Also es ist wirklich schön gebaut worden. Geht es hier einmal um die Kurve und hier hinten nochmal in einen weiteren Raum. Und den können wir uns dann auch nochmal von hinten anschauen. Aber auch hier ist nichts mehr drin. Das Ganze sieht dann mal so aus. Gut, und das war dann mal das Video zu der Lego Minecraft Mine. Das ist ein sehr cooles Set, wie ich finde. Ihr könnt mir natürlich auch sehr gerne mal eure Meinung zu dem Set in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt natürlich auch noch kostenlos machen. Und dann hören wir uns vielleicht im nächsten Video wieder. Und ciao.